Hallo und herzlich willkommen zurück auf Schlappentalk. Heute wieder mit einer Irland-Talk-Runde. Ja. Mit mir, der Sarah. Und mir, dem Thomas. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Heute haben wir eine besondere Geschichte für euch. Und zwar Story Hit and Run in Irland. Ja, ist eine traurige Geschichte eigentlich. Findet man tatsächlich im Ausland deutlich öfters als in Deutschland. Deutschland ist ja die Fahrerflucht. Ist eine Geschichte, die mir passiert ist. Mit meinem Auto. Mit deinem Auto. Mein geliebter BMW. Ja, wer ihn noch kennt von dem Bild, wer ihn auf Instagram gesehen hat, unseren guten BMW, unseren alten, den wir mit rübergenommen haben. Den dicken, ja. Und in Irland ist das so, dass die Leute da ein bisschen so anderes Verständnis haben, was das Thema Auto angeht. Und ja, so bin ich in die Story gekommen. Also auf gut Deutsch gesagt, den meisten Iren ist ihre Karre scheißegal. Ja, so kann man sagen. So kann man sagen. Aber lasst mich mal beginnen. Also es hat sich zugetragen, dass ich um Cork herumgefahren bin, kam von der Arbeit, war auf dem Weg nach Hause und im sogenannten Roundabout North Cork, die sind so wie Schnecken, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Kreisel, der ist wie eine Schnecke aufgebaut. Das heißt, je nachdem, welche Spur man reinfährt, führt die dann irgendwann raus, ne? Erste, zweite oder dritte Ausfahrt, je nachdem. Und ich war in der ganz äußersten Spur, wollte also die dritte Ausfahrt rausfahren. Und ja, bin durch den ganz normal nach Hause gefahren, wie immer, bin durch den Kreisel durch. Und links neben mir befand sich ein Mini. Nicht die ganz alte Version, nicht der erste, der berühmte, sondern die zweite neuere Generation, wo dann schon BMW mit drin war. Auf jeden Fall so ein Mini in hellblau. Ja, und ich fahre durch diesen Kreisel durch, will dann durch die Ausfahrt. Und der Mini fährt aber weiter nach rechts, ne, wir sind ja Linkslenker, nicht Linkslenker, sondern Rechtslenkerverkehr, sondern will weiter im Kreisel Richtung Tunnel, fährt mir tatsächlich immer weiter meine Spur und bleibt an mir hängen und kratzt durch die ganze Tür durch und an das ganze Seitenteil. Ja, das ist immer der spannende Moment, weil ich war oft am Telefon, wenn er nach Hause gefahren ist, haben wir oft schon telefoniert, was war gewesen, weil wir sonst einfach dadurch, dass er so spät kam, auch die Zeit nicht dazu hatten. Und das ist dann der Moment, wo er dann sagt so, Scheiße, und ich stehe auf der anderen Seite, wir sind an einer Leitung so, hallo, Schatz, ist das passiert? Ist alles in Ordnung? Ist alles gut? Und er sagte nichts, minutenlang gefühlt nichts. Ich so, hallo! Bis er dann endlich sagte, ja. Ist einer in die Seite gefahren. Ich so, mein Auto, ja, welches ja sonst natürlich. Mein geliebter BMW, es ist unser gemeinsames Auto, aber es war immer mein Schätzchen, das war mein BMW. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht erwähnt, ich bin absoluter Kompaktliebhaber. Schon von den uralten, ne? Ja, die gibt's ja nicht mehr. Da sind noch ganz selten zu kaufen und ich weiß nicht, also wir haben drei Stück gehabt und drei sind, ja, lost. Drei lost, ja, ja. Und natürlich war er immer wieder unterwegs, logischerweise. Er musste ja zur Arbeit mit unserem guten Dicken und dann hat es bumm gemacht. Genau, ich bin dann im Grunde genommen aus diesem Kreisel rausgefahren, also gleich in der Ausfahrt rechts stehen geblieben, Blinker gesetzt und gedacht, naja, so wie man das in Deutschland kennt, ne, der wird auch immer an die Seite fahren und dann gucken wir mal. Und dann bin ich da ausgestiegen und denke, guckst mal, wo der ist, hab meine Frau noch am Telefon, guck um die Ecke rum, kein Mini da. Der einfach weg. Ich denke, naja, vielleicht fährt er eine Runde oder so oder kommt gleich zurück oder keine Ahnung. Aber der kam nicht wieder. Der war einfach weg. Der ist abgehauen. Und wenn man so einen Schlag in der Tür hat mit einer dicken Beule drin und Kratzern und so weiter, das hat man mitbekommen. Das ist nichts, was man nicht mitbekommt. Ich habe dann auf jeden Fall, weil wir am Telefon überlegt haben, was sollen wir machen? Was tut man jetzt am besten in dieser Situation? Rufst die Polizei an. Wie in Deutschland, ruft die Guards. Und die Guards sind auch recht zügig gekommen. Ich glaube, das war so 10 Minuten oder was ich da gewartet habe. Ne? Es ging noch. Die sind aus einem kleinen Nachbarörtchen gekommen, sind runtergefahren, sind stehen geblieben, sind dann ausgestiegen, haben sich das Auto angeschaut, waren aber relativ desinteressiert. Haben keine Fotos gemacht, haben nicht viel geguckt, haben sich zwar das Ganze aufgeschrieben, notiert und das war es im Grunde genommen. Und dann sind die wieder gefahren. Da war ich das erste Mal so ein bisschen enttäuscht, wo ich dachte, okay, also das war jetzt relativ wenig. Ja, wart jetzt, ne? Wart jetzt. Also bin ich nach Hause gefahren, wir haben uns das angeguckt zu Hause, meine Frau natürlich total traurig, um ja, ein BMW, überall Kratzer drin und so weiter. Was machen wir denn jetzt? Tränchen in den Augen, ich mag das gar nicht, wenn mein Auto kaputt ist. Mein ist ja auch schon älteres Autochen gewesen zu dem Zeitpunkt. Und der war noch so gut in Schuss und ich hatte so gehofft, ein H-Kennzeichen irgendwann mit ihm zu kriegen. Und bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, einen BMW kompakt zu haben mit einem H-Kennzeichen. Vielleicht kommt das. Mal schauen. Auf jeden Fall, die Polizei tat sich erstmal nicht. Also es kam kein Rückruf, keine Meldung. Also sind wir mehr oder weniger
fast allen Minis in Irland, die irgendwie blau aussahen, hinterhergejagt, um zu schauen, ist es der Mini, mit dem ich kollidiert bin. Oh. Ach, es war furchtbar. Auf jedem Parkplatz, auf jedem Supermarktparkplatz, irgendwo hinterher, durch die Städte und so weiter. Aber der Mini, der mich gerammt hatte, hatte ein ganz spezielles Blau. Ein ganz spezielles helles Blau. Und die meisten dunkleres Blau und Metallic Blau, das war alles nicht der Mini. Also haben wir ihn nicht gefunden. Ich glaube, wir hatten einen, der hatte so eine ähnliche Farbe, aber auch der war es nicht. Ja, da bin ich dann noch die halbe Stadt hinterhergelaufen und habe geguckt, wo der jetzt hinfährt. Also das ist toll, wenn man mal so einen fahrenden Auto hinterher rennt. es war fürchterlich. Also ich wusste ja auch gar nicht so richtig, welches Blau hat er jetzt. So ungefähr hat er es mir gezeigt und das ist super schwer. Also das ist wirklich, wenn man da steht und hat ein kaputtes Auto und keiner setzt einem das und ja, die Polizei. Das war dann, wurde dann richtig lustig, als wir sie dann mal angerufen haben, ne? Ja, da haben wir im Grunde genommen angerufen und wollten ja wissen, wie geht's jetzt weiter, ne? Du hast ja einen Schaden und willst dann natürlich auch reparieren oder zumindest einen Ausgleich dafür haben, dass du im Notfall auch ein neues Auto kaufen kannst oder zumindest auch ein bisschen Sprühfarbe irgendwas drüber machst, dass es nicht rostet. Ja, und die Guards haben gesagt, ja, wir können da nicht ermitteln, also wir haben noch nichts gefunden. Und dann habe ich ganz klar gefragt, naja, der ist ja weitergefahren, der ist durch einen Tunnel gefahren. Und man muss wissen, der Tunnel in North Cork, also North East Cork, der ist so ein ganz berühmter Tunnel unterm Wasser durch, der ist mit Kameras gespickt. Das heißt, wenn der durchgefahren ist, muss er eine Kamera haben, ne? Und das war so mein Ding, wo ich dachte, ja, wir haben den gesehen. Der muss ja irgendwie um die Uhrzeit, weil die Unfalluhrzeit stand ja fest, muss ja irgendeiner gefilmt haben. Das heißt, ich habe schon mal ein Kennzeichen. Ja, dann haben die aber recht wenig gemacht, was das angeht. Die Garze hat das gar nicht angefordert, das Material. Ja, das Problem ist, wir haben dann damals selber bei dem Tunnel angerufen und das Unternehmen sagte uns dann eben, die dafür für die Kameraaufnahmen eben zuständig sind, dass wir das selber nicht anfordern können, sondern dass das eben nur die Gardei kann. Und die haben wir dann angerufen und die haben aber da das nicht angefordert, beziehungsweise dann zu spät das Material angefordert, wo das dann aber schon wieder irgendwie gelöscht war. Genau, es war so, dass die Guards tatsächlich erst nach x Wochen das versucht haben, überhaupt anzufragen. Also nicht sofort, ne, das wird ja natürlich irgendwann überschrieben, sondern nach x Wochen haben die es erst angefragt. Und dann hat die Tunnelbetreibergesellschaft gesagt, naja, wir haben die komplette Anlage ausgetauscht, sodass die alten Sachen einfach nicht mehr da sind. Tja, Pech gehabt, würde ich mal sagen. Pech gesagt, genau. Und dann standen wir da, toll. Und ja, dann kam der klassische Anruf. Irgendwann, es war, ich weiß nicht, wie viele Wochen später kam der Anruf von den Guards, die im Grunde genommen gesagt haben, kommen Sie nochmal vorbei, dann nehmen wir das alles nochmal für die Akten auf. Heißt im Grunde genommen nichts anderes. Wir schreiben das alles nochmal nieder, legen das irgendwo Akte XY hinten, Ablage P und dann war es das im Grunde genommen. Und da waren wir natürlich, also vor allen Dingen meine Frau, richtig sauer. Also, oh ja, ich war so richtig, richtig, richtig angepinkelt, hätte ich bald gesagt, wo ich gesagt habe, ich rufe die an, ich mache die rund. Ich habe gesagt, diesmal fahre ich mit sogar da. Ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es kann ja nicht sein, dass sich da kein Mensch für interessiert, dass einem da einer reingefahren ist, hat die halbe Karre zernattert und die interessiert sich einfach nicht dafür. Und da habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, das gibt's doch nicht. Vor allen Dingen in so einem kleinen Irland, wo die nun wirklich nicht so viel zu tun haben. Also es ist ja nicht so, dass Irland jetzt das klein kriminelle Ländchen wäre, wo die hier tonnenweise zu tun haben. Also nee, ganz im Gegenteil. Ja, und so trug sich dann zusammen, dass meine Frau gesagt hat, also es gab einen Termin in dem Office von dem, wo die Polizisten hergekommen waren. Und wir sollten da hinfahren, sollten das alles zu den Akten legen. Und ich habe dann früher Schluss gemacht mit meiner Arbeitsstelle, habe gesagt, okay Leute, ich muss früher los, ich muss zur Polizei fahren, Unfallaufnahme. Musste meine Frau erst abholen, musste natürlich erst dann zu unserem Heimatsort fahren und musste sie erst abholen. Und deswegen bin ich, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb Stunden früher losgefahren, als was ich normal sonst losgefahren wäre. Bin dann in mein Auto gesprungen, habe meine Frau angerufen, bin losgefahren, fahre von meiner Firma los auf die Hauptstraße und da kommt mir Mini entgegen. Und nicht irgendein Mini, sondern genau der Mini, der mich gerammt hat. Dann ging die Action los. Und dann ging die Action los. Hinterher los, Wende, mach irgendwas, aber lass ihn nicht entkommen. Ich habe mitten auf der Hauptstraße alle Register gezogen, bin direkt gedreht, ohne auf Verluste zu achten. Das war mir so egal, ich hatte ihn. Das heißt, Wenden auf der Hauptstraße und hinterher. Der Mini-Fahrer hat sich wahrscheinlich erst gewundert, was macht der da? Ist dann in das Wohnbaugebiet, in dem Ort, wo ich auch gearbeitet habe, reingefahren, ist da irgendwie ausgestiegen, hat nach dem BMW geguckt und dann ist ihm, glaube ich, was bewusst geworden, weil er guckte dann, ging kurz rein in das Haus, kam wieder, sprang ins Auto, ich inzwischen Fotos gemacht, Nummernschild, alles und die Gardei angerufen, beziehungsweise, hatte ich da die, nee, ich glaube, da hatte sie noch nicht angerufen. Auf jeden Fall bin ich dann
hinterher. Erst dann ins Auto und los und hat Gas gegeben. Und nicht zu knapp. Wir sind dann auf die Umgehungsstraße, die ist, glaube ich, mit 120 km/h. Dort hat er richtig Stoff gegeben. Ich hinterher. Und dann ist er auf ein großes Firmengelände draufgefahren, wo man wirklich nur mit Ausweis, also wenn man da arbeitet, auch reinkommt. Ich kam da also nicht rein. Er kam da rein. Aber wir wussten, da wo er reinkommt, muss er auch wieder raus. Es gab keinen Ausweg. Das war tatsächlich unser großes Glück, weil wir davor, wo wir Irland eben einfach erkundet haben, sind wir natürlich auch da hinten mal lang gezuckelt und haben dann festgestellt, dass es eben wirklich auf dieses Firmengrundstück, das war quasi direkt so neben diesem Autobahn, kann man sagen. Ja. Und da gab es einfach nur eine einzige Zufahrtsstraße. Da konnte er nicht mehr runter. Das war nicht möglich. Das heißt, er war quasi selbst auf diesem Grundstück mit seinem Auto gefangen. Und das war unser großes Glück. Also ich die Gardai angerufen, habe gesagt, hier, pass auf, ich habe hier einen, der hat Fahrerflucht vor ein paar Wochen begangen, war weg, hatte kein Nummernschild, jetzt habe ich ihn, ich habe die Spuren, ich habe alles zusammen, er ist hier auf dem Grundstück, kommt bitte so schnell wie möglich. Ja, schnell ist... Ja, schnell in Irland, ja, aber es kam jemand, das war ein einzelner Guard, das war eine Frau, ja, eine Polizistin sozusagen, die vorbeikam. Und als sie mit dem Gardai-Fahrzeug aufgefahren, also auf diesen Parkplatz gefahren ist, versuchte dieser Fahrer mit seinem Mini natürlich wegzufahren, zu türmen. Ich würde es so behaupten, zu türmen. Hat es auf jeden Fall versucht. Die Polizistin schaute nur. Ich sagte, das ist der, das ist der. Sie tat aber nichts. Also bin ich vor den Mini gesprungen. Das muss wie im Actionfilm ausgesehen haben. Ich sprang vor dem Mini, habe den Mini gebremst und habe mich im Grunde genommen davor gestellt und mit den Händen auf der Motorhaube ihn zum Stehen gebracht. Und dann ist die Polizistin hat komisch geguckt, die Leute haben komisch geguckt, aber sie ist dann zu ihm, er ist dann in die Seite gefahren. Ja, dann hat sie ganz kurz geguckt, hat mein Auto von der Seite angeguckt, den guten schwarzen BMW, völlig zerdeppert. Dann den Mini von der Seite, ja, am Spiegel hat man es gesehen, an der Seite hat man es gesehen. Also wäre wenigstens so schlau gewesen, wenn ich schon eine Fahrerflucht begehe und versuche wenigstens die Farbe dann runterzukratzen. Ne? Aber der war so schön schwarz angepinselt von unserem BMW. Man hat's gesehen. Und was man noch zusätzlich wissen muss, der Fahrer war nicht ein ganz normaler Fahrer, sondern ein sogenannter Learning Driver. Da machen wir auch nochmal eine Folge zu. Das heißt, jemand, der noch keinen Führerschein hat. Also das ist ungefähr, wo muss man sich das vorstellen, ist das eben wie in Deutschland, wo man eben dann den Führerschein macht, eben mit 17. Und man darf eben nur begleitetes Fahren machen. Und so ist das eben in Irland auch. Die Learning Driver dürfen nur mit jemandem dabei fahren. Aber in der Realität sieht das leider oftmals anders aus. Ja, also ist die Polizistin zu ihm hingegangen, nachdem sie gesehen hat, na, das Auto, die Beule, das haut ziemlich hin. Und hat dem so ein bisschen ins Gewissen geredet. Ja, also ich war da nicht dabei, ich war da ein bisschen weiter wegstehend. Und hat ihm dann klar gemacht, ne, an deiner Stelle, du bist Learning Driver. Wenn das rauskommt, ich glaube, du solltest es besser bezahlen. Ja, und so kam es dann. Er hat sich dann bereit erklärt, hat gesagt, ja, habe ich wohl einen Fehler gemacht. Ist das Ganze zur Versicherung gegangen, zu seiner Versicherung. Es gab einen kurzen Wechsel. Ich hatte auch mit ihm kurz einen E-Mail-Wechsel wegen der Versicherung, welche das ist. Ja, und dann habe ich dort das Ganze abgerechnet, weil die Reparatur, es war leider mehr oder weniger wirtschaftlich nicht rentabel. Ist halt ein alter BMW gewesen. Und dann hat er aber die Versicherung gezahlt, noch ein bisschen hin und her. Aber es wurde dann abgerechnet. Ja. Also ich muss sagen, am Ende, es war ein riesengroßes Glück. Es war eine Geschichte wie aus Hollywood. Denn ich hatte eigentlich überhaupt keine Hoffnung mehr, oder wir hatten gar keine Hoffnung mehr, dass wir überhaupt diesen Fahrer je finden werden. Oder dass das überhaupt nochmal. Weil der hätte ja von irgendwo vom Lande her kommen können oder aus dem Norden von Irland. Den hätten wir nie wieder gesehen. Aber tatsächlich war er aus dem Ort. Und durch den Zufall, dass ich wirklich 1,5 Stunden früher von der Arbeit nach Hause gefahren bin als sonst, ist er mir über den Weg gefahren. Ja, ich war wahnsinnig froh darüber. Also das war wirklich eine Erleichterung. Das Problem ist, man muss einfach dazu sagen, wir waren ganz froh, dass wir unser deutsches Autochen, hätte ich bald gesagt, noch mitgenommen hatten. Mhm. Weil in Irland sind die Lenker ja alle andersrum. Und wir waren eigentlich recht glücklich. Und ich wollte mein Auto auch nicht über den Jordan kippen. Und in Irland ist es sowieso ein Problem, einfach ein Auto zu kaufen. Da machen wir dann nochmal, glaube ich, eine Extra-Folge auch dazu, wie das überhaupt so ist im Thema Autokaufen. Ja, das machen wir. Und dementsprechend wollten wir dann versuchen, natürlich mit allen Mitteln dieses Auto eben einfach noch zu halten, bevor wir es dann eben über den Jordan kippen. Und es war wirklich ein Problem oder ein Schock, was wir dann auch eben von anderen Arbeitskollegen gehört haben, wie das wirklich gehandhabt wird in Irland, wenn man wirklich einen Autounfall hat, wenn einem irgendjemand reinfährt. Ne? Das ist, also wir hatten davor ja auch nochmal ein Problem gehabt, dass uns tatsächlich schon mal jemand draufgefahren war auf das Auto. Richtig, das auf dem Parkplatz. Das war ganz am Anfang, da sind wir gerade frisch drüben angekommen, hätte ich bald gesagt. Und da standen wir auf so einem ganz normalen Parkplatz? Einkaufszentrumsparkplatz. Genau.
Und wir saßen im Auto, ich habe das erst gar nicht mitgekriegt. Wir hatten die Hunde hinten drin im Kofferraum, wie immer, und die Kinder auf der Rücksitzbank. Und da ist uns hinten einer draufgefahren, ne? Ja, der hatte rückwärts eingeparkt und seine Stoßstange hinten, gegen unsere Stoßstange hinten, einmal bumm. Ne? Ja, und dann haben wir gedacht, okay, der war ganz recht freundlich, ne? Wir tauschen Versicherungssachen aus. Das ist auch in Irland, müsst ihr euch vorstellen, da habt ihr überall vorne so Plaketten drin. Plaketten oder sowas, kann man sagen, im Fenster kleben. Und da ist Versicherung und alles Mögliche steht da drauf, ne? Und das haben wir ausgetauscht und haben uns auch gedacht damals, ja gut, da wird ja kein Problem sein. Die Versicherung wird das dann schon klären. Wir haben ja die ganzen Daten. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Denn da ist gar nichts passiert. Wir haben die Versicherung angeschrieben und weder die Versicherung hat sich dafür interessiert, noch der hatte sich dafür interessiert. Der hat nur geschrieben, ja, kann ja nicht so schlimm sein, ist ja wohl kein Problem. Warum würden wir uns aufregen und das sehen wir jetzt im Sand verlaufen? Wir sind auf den Kosten selber sitzen geblieben und Pech gehabt. Das heißt, selbst wenn ihr euch in Irland die Daten holt von Versicherung und es unterschreiben lässt und er es gewesen ist und, bringt euch das gar nichts. Nicht unbedingt. Also es ist immer unterschiedlich von Fall zu Fall. Aber wir wollen damit auch darauf hinweisen, in Irland wird es nicht so krumm genommen oder ist es nicht so schlimm, wenn ihr wirklich irgendwo eine Beule reingefahren bekommt. Das ist nicht so tragisch. In Deutschland sagt man, macht man einen riesen Aufstand dafür. Da eher nicht. Und ja, auch man hätte halt gesehen, die Guards hätten in unserem Fall auch nichts gemacht. Auch wenn die ganze Tür kaputt war, sie hätten nichts gemacht. Die ganze Tür kaputt, es war alles verbogen. Der ganze Einstieg, es war alles kaputt. Also es ist, wo ich gesagt habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann sind die so desinteressiert und die hat es wirklich nicht gejuckt. Also es hat sie wirklich nicht interessiert. Also es ist im Gegenteil. Also wenn man in Irland zu schnell fährt, dann sind die sofort dabei. Ja, gibt's auch dann sind die da und das interessiert die sofort. Aber ja, wenn man einen Schaden hat und braucht eigentlich mal die Hilfe, ja, dann sieht man echt alt aus. Ja. Da ist man, also wenn man da wirklich nicht selbst der Mann ist oder die Leute nicht irgendwie kennt, dann ist man echt... Ja, ich denke, wir werden das auch noch öfters in anderen Folgen erzählen. Das typische Beispiel eben, dass die Iren sagen, ja, das Auto ist halt nicht so wichtig. Ich habe das mal so klassisch gesehen in meiner zweiten Arbeitsstelle, in der ich gearbeitet habe. Kam ein älteres Ehepaar, ich glaube ein älteres Ehepaar war das, vorgefahren mit einem niegelnagelneuen Wagen. Und der Beifahrer machte die Tür auf und haute die Tür einmal direkt gegen so diesen Pöller, so einen Metallpfosten. Ja. Einmal so bumm, ja, steigt aus, macht die Tür zu, guckte dran, Riesenbeule, dachte, oh, ja, und dann sind die gegangen. Fertig. Fertig. Also es ist wirklich anders als in Deutschland. Ne? In Deutschland so der kleinste Kratzer, ja, auf Händen tragen. Irland ist anders. Ja, auch. Also in Irland gehen die im Allgemeinen mit ihren Autos nicht so gut um. Deswegen kann ich euch auch noch wirklich raten, wenn ihr nach Irland fahrt, fahrt nicht mit dem eigenen Auto rüber, wenn ihr nicht unbedingt müsst, sondern fliegt. Also die Gefahr, dass ihr wirklich wiederkommt und euer Auto ist komplett zerdeppert, das ist halt recht groß. Also die Iren, die haben schon teilweise einen interessanten Fahrstil, würde ich jetzt mal sagen. Nicht nur das, du hast ja auch im Westen, hast du auch diese Büsche, sag ich mal, ne, die Büsche, rausragen. Steine, das ragt dann raus und da hast du dann natürlich auch Kratzer im Lack und so weiter. Das ist einfach unser Tipp, wenn ihr nicht unbedingt darüber müsst, es sei denn, ihr wollt drüber ziehen. Aber der teuerste Sportwagen macht in Irland keinen Sinn. Nee, nicht wirklich. Aber ich denke, da reden wir auch nochmal drüber, gerade über Geschwindigkeiten und da gibt es ein ganz großes Thema. Wir wollten eigentlich nur mal erzählen, wie das ist, wenn man wirklich einem Auto hinterher rennen darf, weil man nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, um das eben einfach mal selber wieder kitten zu können. Und wir waren tatsächlich ganz froh, dass wir den damals erwischt hatten. Das war ziemlich aufregend. Ich war ja da auch wieder am Telefon dabei, als er über den Wagen gesprungen ist. Ich habe, glaube ich, nur gesagt, lass ihn nicht hinkommen. Mein Puls war auf 150, locker. Also mit Verfolgungsjagd und allem, das war richtig so James Bond-mäßig. Ja, also das ist spannend. Wir müssen das nicht nochmal haben. Das reicht einmal fürs ganze Leben. Das ist eine Geschichte, ich glaube, die vergessen wir so schnell nicht. Das ist auf jeden Fall einfach, Irland ist, was Fahren angeht, einfach wirklich mit Vorsicht zu genießen. Also da muss man noch vorausschauender fahren, sage ich mal, als in Deutschland. Ja, denn gerade die Leute, die auch vom Ländlichen kommen, die in die Großstadt fahren, die sind das nicht gewohnt und die fahren auch ein bisschen, wie soll ich sagen, zögerlicher oder unkontrollierter. Das muss man mit einrechnen in Irland einfach. Und noch eine ganz große Sache, die man in Irland tatsächlich auch noch mit einrechnen muss, das sind die ganzen Leute, die vom Flughafen kommen. Also wenn ihr in Irland schon mal gewesen seid, dann kennt ihr das am Flughafen. Da stehen überall solche riesige Schilder. Ne? Ja. Denken Sie bitte dran. Wie heißt es jetzt? Linksverkehr. Genau. Und du merkst das. Hier kommen dann auf einmal Geisterfahrer da entgegen. Das heißt, gerade wenn ihr Richtung Flughafen fahrt, seid vorsichtig, weil die Leute vergessen das ganz oft. Dann kommen die auf einmal euch andersrum im Kreisverkehr entgegen, wo du denkst, so, ja, guten Morgen. Also da sollte man einfach aufpassen. Das ist in Irland fahren, habt keine Angst, das kriegt man hin. Ihr seid genauso ein Auto mit vier Reifen und hat ein Lenkrad, so wie in Deutschland auch. Ja.
Es ist einfach nur ein bisschen anders, aber ich sag mal, nach ein paar Metern hat man sich recht fix eigentlich dran gewöhnt. Also es ist nicht so schlimm, wie man sich das eigentlich vorstellt. Viel schlimmer ist es, wenn die Leute abhauen. Und wenn ihr wirklich was habt oder dass einer euch irgendwo im Kreisel reinfährt, fahrt ihm hinterher. Nicht stehen bleiben und hoffen drauf, dass er stehen bleibt, es sei denn, ihr habt die Möglichkeit, das selber zu bezahlen. Fahrt wirklich hinterher, bis der stehen bleibt, bis ihr ein Nummernschild habt. Weil Nummernschild reicht schon, dann könnt ihr wenigstens was anzeigen bei der Polizei. Habt ihr das nicht, ihr seid verloren. Ja. Obwohl wir auch sagen müssen, wir hatten tatsächlich auch mal eine positive Geschichte, was das angeht. Och. Und zwar war das an unserer Hochzeit. Da hatten wir, unser Trauzeuge war mit uns unterwegs und hat tatsächlich an diesem Tag, wo wir durch die Gegend gefahren sind, gleich zweimal einen Unfall gemacht. Nicht er, sondern er war im Unfall verwickelt zweimal. Ich weiß gar nicht, das erste Mal, ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Wir standen an der Kreuzung, an der Nebenstraße, sind rausgefahren und ein BMW hat zu spät gebremst und ist ihm direkt hinten drauf gefahren. Also nicht wir, sondern irgendein irischer Kollege, der ist ihm direkt hinten reingefahren. So fing das an, da war das schon mal hinten kaputt. Hat dann aber gleich gesagt, ja, meine Schuld, mein Schaden, hier Versicherungsnummer wird gedeckt. Das hat auch bei ihm tatsächlich funktioniert. Also nicht alle Iren hauen man nicht sagen. Also bei ihm hat das funktioniert. Ja. Wurde auch alles beglichen, er war auch top zufrieden, war alles in Ordnung. Und dann hat er tatsächlich gleich nochmal einen gemacht, das hat er aber erst hinterher festgestellt. Und der andere Fahrer wohl auch. Und zwar haben die sich irgendwie im Kreisverkehr, glaube ich, Es ist eine Art Kreis, es ist kein Kreisverkehr in dem Sinne, aber es ist eine doppelspurige kreisrunde Strecke in Killarney. Das heißt, da sind zwei Spuren, die dieselbe Richtung führen und die führen einmal komplett um so ein Karree, sag ich mal, drumrum. Und an der Ecke haben die sich irgendwie miteinander geknutscht. Und irgendwie hat es keiner gemerkt, also irgendwie nicht so richtig zumindest. Und unser Trauzeuge sagte dann, als wir irgendwie angekommen sind, ich glaube, ich habe irgendjemanden gerempelt. Und der andere auch. Und der war dann aber tatsächlich so toll, der andere, was wir dann einfach im Nachhinein gehört haben, dass der auch selbst hingegangen ist und hat sich angezeigt. Und somit haben die zwei sich dann eben getroffen und haben beide gesagt, oh, wir haben uns gegenseitig irgendwie getroffen und dann haben die das geklärt und dann war das in Ordnung. Ja. Also nicht alle hauen ab. Es gibt auch wirklich welche, die rennen hinterher zur Polizei oder auch gleich oder bleiben auch stehen. Wir hatten halt leider zweimal das Pech, dass wir halt eben Leute hatten, die uns wirklich da stehen lassen haben mit dem Schaden. Ja, der eine hat Glück, der andere hat Pech. Passt auf, seid umsichtig, guckt euch um, merkt euch die Kennzeichen. Ich denke, das ist so das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ja, das war so eine heute mal eine Geschichte aus unserem Nähkästchen, mal ein bisschen kürzer. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Eure Sarah. Und euer Thomas. Bye-bye. Bis dann, ciao.